Hey. I'm playing for keeps, not a minute of waste. Number one in this piece, calling out all of you fakes. You get a smack in the face if you think we're in the same place. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Black Ops 3. Es gibt wieder ein neues Bild von Black Ops 3, was geleakt worden ist auf einem kleinen Event, wo Marshawn Lynch eingeladen worden ist von Treyarch, um ein paar Motion Capture Scenes aufzunehmen. Und da hatte ich ja auch ein Video schon zu gemacht, das habe ich euch unten auch mal verlinkt. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen und dann auch wieder hierher zurückkommen. Wie dem auch sei, ich habe mich jetzt mal daran gesetzt. Das Bild wurde von Jordan X. Brooks via der ESPN Gallery gepostet und zeigt, wie Marshawn Lynch an dem Controller einer PlayStation 4 ein bisschen Black Ops 3 Multiplayer spielt. Man erkennt relativ wenig, wenn man das Bild normal anguckt. Man sieht klar, er hat einen Controller in der Hand. Er spielt auf jeden Fall mit der PS4. Die PlayStation ist auch an, die Xbox One daneben ist aus. Das sieht man auch relativ gut, dass das Zeichen nicht leuchtet, sowohl links als auch rechts. Was interessant ist aber, wenn man ein bisschen Filter drauf legt, das heißt ein bisschen die Sättigung hochnimmt, den Kontrast etwas höher macht, die Helligkeit runternimmt, ein bisschen Tontrennung und einen Schärfezeichner, also das habe ich gleich mal gemacht in Photoshop und mal ein bisschen nachgepinselt, was man da noch alles so sieht, kommt man zu einem relativ vernünftigen Ergebnis und man erkennt dann etwas besser auf dem Bild, was da zu sehen ist. Oben links sehen wir nämlich die Minimap, die ist etwas größer, man sieht es relativ gut. Man erkennt auch kleine rote Punkte mit etwas Fantasie und die Map ist relativ klein, würde ich sagen, und man sieht auch links die Map-Wand, die da angezeigt ist, die ich auch mit LERI angepinselt habe, ist abgetrennt von der Lauffläche, das heißt, man kann hier wahrscheinlich an der Wand entlang rennen und dann auf den nächsten Vorsprung springen. Wenn man wahrscheinlich abgeschossen wird, fällt man da in diesen Schacht runter. Das sieht man relativ gut auf der Minimap, dass da keine Verbindung ist zwischen den beiden Plattformen, wo er gerade hinguckt. Das Visier sieht etwas abgespaced aus, konnte mir auf jeden Fall dabei nicht vorstellen, dass es hier ein Rotpunktvisier ist. Es ist ein ganz normale Kimme und Korn, über die er hier anvisiert. Man sieht noch hinten rechts ein paar Tonnen. Darauf kann man wahrscheinlich auch drauf stehen und dran hochlaufen oder hochspringen mit dem Exo Hover. Und rechts sieht man noch ein paar Killstreaks, ich glaube 3 Stück an der Zahl, in der Anordnung wie in Black Ops 2. Die ersten 2 Killstreaks hat er hier, dadurch ist der Kontrast auch relativ hoch bei den ersten beiden. Man hat es jetzt hier durch meine Bildbearbeitung relativ schwer zu sehen. Man kann es aber auch leider, ich habe es rumprobiert und ein bisschen rumgespielt, um genau diese Killstreaks vielleicht mal ein bisschen besser herausfiltern zu können. Das geht nicht, leider nicht. Dieses LERI, das habe ich nachgezeichnet, wie schon gesagt. Ich bin mir nicht sicher, was das heißen soll. Es kann irgendein Graffiti sein. Es kann auch einfach nur durch den Kontrast entstanden sein, diese Wortwahl. Bin mir nicht sicher. Auf dem rechten Bild sehen wir natürlich die gleiche Map. Wahrscheinlich der zweite Spieler. Ich weiß nicht genau, wer da mitspielt. Man sieht einen kleinen Gang. Man sieht nur wieder ganz leicht die Minimap oben. Die scheint aber etwas kleiner zu sein als bei ihm selbst. Das heißt, ich bin der Meinung, dass wir auch wieder ein Perk wie Peripherals, also peripheres Sichtfeld vielleicht haben werden. Und das sieht nämlich demnach aus, dass die Karten-Map-Größe dadurch wieder verändert wird, also die Mini-Map-Größe. Und ja, mal schauen, ob wir dazu noch in den nächsten Tagen bei der E3 was bekommen werden. Die Pre-Alpha kann man nämlich im öffentlichen Bereich auf der E3 anspielen. Deswegen werden viele Leute wahrscheinlich dazu berichten können, wie sich Black Ops 3 in der Pre-Alpha-Variante anspielt oder testet. Das heißt, die Variante, die auch getestet worden ist, mit natürlich ein paar Verbesserungen. Zum Zeitpunkt, als Treyarch das Event gemacht hat, wo auch Fandu Games und andere YouTuber aus Amerika und auch der Community-Manager natürlich da war. Dort konnten sie dieses testen und ich glaube, diese Variante wird auch auf der E3 zu testen sein. Und das war es dann auch grundsätzlich zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Analyse von dem Bild insgesamt gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Bild von Marshawn Lynch in die Kommentare. Was haltet ihr von dem kleinen Leak? Was seht ihr da, was ich noch nicht gesehen habe? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht das gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao.